Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Brennpunkt Wirtschaft eingeschaltet haben. Ja, der Münchner Fußballhimmel hängt voller Geigen. Sie kennen sicherlich die Borussia aus Dortmund und natürlich Ajax Amsterdam. Aber jetzt gibt es noch einen dritten, der an die Börse gegangen ist, und zwar die Spielvereinigung Hunterhaching. Ein wirklich fantastischer Club, und da ist er, der Präsident von der Spielvereinigung München Hunterhaching. Manni, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Schön, dass wir jetzt ein bisschen drüber ratschen. Wie ist das Gefühl? Ja, das Gefühl ist natürlich schon besonders, weil ich habe es gesagt, der Moment jetzt, bis das losgegangen ist, jetzt am vergangenen Montag, ist wie vor meinem ersten Länderspiel, das Gefühl war so, oder vor dem, sagen wir mal, ersten Bundesligaspiel, weil es ja doch was Besonderes ist. Ich meine, am Börsengang oder Ausgliederung macht man ja nicht jedes Jahr, sondern das ist schon in der Vereinshistorie und in der Vereins einmalig, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist schon ein bisschen Bauchkribbeln auch noch mit dabei, klar. Was ja unglaublich ist, wie die Medien da eingestiegen sind. Ich zeige bloß einmal die Münchner TZ-Zeitung. Ja. Wahnsinn, Hunterhaching ist jetzt bei Forbes. Dann natürlich die ganzen Finanzinvestoren oder die Finanzjournalisten sind jetzt auf euch zugekommen. Dann der Börsengang am Montag ist gut angelaufen, sehr gut. Wie war denn die ganze Vorbereitung? Wie ging denn das Ganze los? Wie kamen diese Überlegungen bei dir zustande? Ja, ich habe 2012, wie du ja weißt, habe ich ja den Verein als Präsident übernommen oder praktisch Nachfolger vom Engelbert Kupka, der ja vorher 39 Jahre Präsident war. Und ich habe es immer gesagt, die haben mich da ein bisschen so reingeschoben in die Rolle, weil immer ein Nachfolger gesucht worden ist, und dann bin ich irgendwann nicht mehr ausgekommen. Und wenn du da mal so reinarbeitest, dann merkst du irgendwann, dass halt Fußball doch nicht nur Emotion ist, sondern auch Business ist. Und dann war für mich immer klar, dass man das auf wirtschaftlich gesunde Strukturen oder feststellen muss. Und habe dann 2016 vor meiner Wiederwahl zu den Mitgliedern gesagt, also wenn du mich wieder wählst, dann ist das Hauptthema in der nächsten Periode eben die Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft. Das haben die Mitglieder von Anfang an mit überwältigender Mehrheit mitgetragen. Wie viel Prozent war? 5,1% oder noch mehr? Ja, damals 2016 war noch ein bisschen Skepsis dabei, nee. Das ist glaube ich, 5,1% oder so. Und haben das Projekt dann vorantrieben. Ich meine, so eine Ausgliederung oder ein Börsengang fällt ja nicht über Nacht ein, sondern das hat ja eine Historie. Und dann haben wir ja immer wieder Gespräche geführt, weil du sagst ja dann, so ein Börsengang, passt das zu Hunterhaching oder soll man sich das trauen oder nicht, weil das hat ja 19 Jahre keiner mehr gemacht, außer Dortmund. Ich habe dann gesagt, aber es wird, glaube ich, in Deutschland kein Gesetz geben, dass man es halt als Drittliges nicht machen darf. Und mit jedem Gespräch mehr bin ich mir sicherer geworden, dass das eigentlich für uns, für Hunterhaching mit der ganzen Philosophie eigentlich am besten passt. Und ja, so ist es dann gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir sagen keine Schulden, Fremdkapital weg, rein ins Eigenkapital, aus einer gesicherten Position, aus einem gesicherten Fundament raus, das Ganze zu machen. Und das hat dann gegipfelt, sage ich jetzt einmal, mit dem Thema Ausgliederung vollzogen bei der Mitgliederversammlung, ohne Gegenstimme. Das, glaube ich, gibt es in Fußball Deutschland auch oder im Fußball generell selten. Und die eine Enthaltung, die hat zu mir gesagt, der hat es einfach nicht kapiert. Und das ist auch eine ehrliche Ansage, sage ich mal, oder ehrliche Aussage. Weil die Zusammenhänge zu verstehen, das ist auch nicht so einfach immer für die Mitglieder oder für die Fans, weil ja doch da ein ganzer Rattenschwanz dran hängt. Ja, und dann sind wir wieder gewählt worden mit 100%. Und da habe ich schon gesehen, dass das alles mit den Mitgliedern zusammen in eine gute Richtung geht. Und die Vollendung jetzt, die ist jetzt vergangenen Montag losgegangen, mit dem IPO, wie man so sagt. Die haben wir da aufklären lassen müssen. Ich meine, wenn du aus der Fußballersprache rauskommst, dann die ganzen Forbes und IPO und Pre-IPO, da musst du erst einmal reinarbeiten. Aber ich glaube, wir haben einen guten Beraterstab um mich herum gehabt und nur so kann es ja funktionieren, gemeinsam. Das möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen näher beleuchten. Also ich habe mir ja selbst ein bisschen einen Überblick gemacht. Du hast wirklich hervorragende Finanzfachleute an Bord gehabt. Wie hast du das geschafft? Die haben ja auch richtig Lust auf den Börsengang bekommen, weil wichtig war es ja, dass es nicht floppt.
das kann man ja ausschließen, sondern dass man wirklich sagt, da steckt eine große Seriosität dahinter, das ist ein Paket. Und wie hast du diese tollen Menschen gefunden? Ja, im Laufe der Zeit lernt man viel Leute, vor allem im Fußball, kennen. Und man muss natürlich aufpassen, weil jeder verzählt da alles, jeder kann ja alles und verspricht alles. Das ist klar, bei Fußball ist er doch das deutsche liebstes Kind und ein bisschen in der Sonne stehen. Das macht schon jeden Spaß, das ist klar. Aber das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass die mich da begleitet haben, da in dem Thema mittendrin sind und insbesondere, was mich überzeugt hat, mittelständische Unternehmen, also nicht aus der Fußballbranche, sondern mittelständische Unternehmen aus der Region an die Börse München gebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ein Mittelständler mit einer, sagen wir mal, ganz anderen Ausrichtung Branche das kann, warum darf es nicht, soll es im Fußball nicht sein? Und dann, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das genau die richtigen Berater, die Firma Portfolio Controller aus Starnberg, sind. Und das ist dann nach und nach hat sich das entwickelt. Ich meine, es ist ja ein Prozess. Wir haben ja immer gesagt, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass es keinen Sinn macht, also nur mit dem Kopf durch die Wand geht, das macht ja, das bringt auch keinen weiter. Aber das hat sich immer mehr entwickelt und da ist eine ganz positive Energie reingekommen. Und ich bin froh, dass wir uns traut haben, das auch zu machen, auch wenn es nur, sage ich mal, in Anführungszeichen ein Drittligist ist. Jetzt kennen dich natürlich viele Leute aus deiner wirklich fantastischen fußballerischen Karriere. Wie hat denn so der FC Bayern, der Uli reagiert? Wie hat Nürnberg reagiert? Wie haben die Löwen reagiert? Die haben ja, so was ich aus den Medien entnehme, hat jeder gesagt, der Hund ist ja schon der Mann. Ja, ja, am Anfang, wo ich mal so ein bisschen, wo ich mal gesagt habe, wo ich mal ein paar gefragt habe, ja, wir haben einen, oder planen einen Börsengang. Ich glaube, da hat mich noch gar keiner so ernst genommen. Die werden sich gedacht haben, ja, lass ihn reden. Und so nach und nach, wie das durchgesickert ist, ich habe ja am Anfang ein bisschen die Sorge gehabt, nicht Angst, das ist immer schlechter Ratgeber, die Sorge, dass vielleicht das Thema, weil es ein Drittliges macht, ein bisschen Häme hervorrufen könnte, aber das ist überhaupt nicht passiert. Und dann, wie die erste oder die Pressemitteilung rausgegangen ist, dass wir es jetzt wirklich vorhaben, intensiv, dann habe ich schon Anrufe gekriegt und da war eher Bewunderung dabei, weil natürlich alle schauen, der zweite nach Dortmund, wie geht denn das aus oder wie reagiert der Markt und so weiter. Und mit Bayern habe ich auch geredet und ja, die haben auch gesagt, da sind wir gespannt, wie das ausgeht. Ich bin gespannt, ob die Herren vom FC Bayern ein paar Aktien kaufen. Wir haben ja bestimmt Namensaktien. Bis jetzt habe ich noch nicht reingeschaut. Ja. Namensaktien und dann werden wir ja sehen, wer dann wirklich nicht nur sagt, dass er was macht, sondern auch zeichnet. Also da bin ich gespannt und ich bin froh, dass das positiv aufgenommen worden ist und nicht eher so ein bisschen weggeschoben worden ist. Was nicht nur ich gut finde, sondern viele, viele auch Journalisten gut fanden, dass ihr einfach nicht zu viel versprecht. Dass ihr sagt, wir wollen jetzt mittelfristig denken, beziehungsweise innerhalb von 3 Jahren wollen wir als Ziel vorgeben, in die zweite Liga aufzusteigen. Dir traut man das natürlich zu, weil du wirklich ein großartiger Kenner bist. Du bist auch unglaublich talentiert für Nachwuchsspieler nach vorne zu bringen. Ihr habt also ganz klar gesagt, da geht es nicht um Spekulationen, sondern wer einfach die Aktie von Unterhaching zeichnet, der ist ein Signal, dass er ein Fan ist, dass er an diese Story glaubt. Und wie wichtig ist denn, dass man diese Story wirklich auch verinnerlicht? Wie ist denn das bei der Mannschaft gewesen? Die Mannschaft, die sind ja auch ganz wichtig. Ja? Wie wird denn die Mannschaft das aufgenommen? Ja, die Mannschaft hat am Anfang wahrscheinlich auch noch nicht geglaubt, dass es schon durchgekommen ist. Aber natürlich nach und nach führt man die Gespräche und die finden es natürlich super, ganz klar. Aber ich sage mal so, das Gute bei uns ist, dass wir uns nicht verstehen müssen. Also ich habe immer gesagt, das Konzept werden wir kein Meter ändern, weil das macht ja keinen Sinn, dass du jetzt nur, dass du irgendwo Geld einsammelst, irgendwo was versprichst, was du sowieso nicht halten kannst. Und ich habe zu jedem Anleger gesagt, im Vorfeld schon, also wenn ihr zeichnet, dann müsst ihr uns Folgendes zutrauen, A, dass wir in zweite Liga mittelfristig aufsteigen, weil es ja hin oder her kannst immer nicht so genau sagen, wir haben es jetzt in der letzten Saison gesehen, auf einmal waren teilweise 10 Stammspieler verletzt, im Schnitt 5. Und das kannst du im Fußball immer schwierig planen. Und dass, wenn wir aufsteigen, dass uns zutraut, dass wir nicht die Bodenhaftung verlieren. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist sicher kein Spekulationsobjekt, sondern das ist eher was mittelfristig, einen Weg mitzugehen, auf die Reise mitzumachen. Und ich habe es letztes Mal gesagt, warum soll man in Unterhaching nicht eine neue Ära einleiten, weil vor 20 Jahren war ja Haching in aller Munde. Ich meine, in Leverkusen, glaube ich, werden Sie sich nicht so gut daran erinnern, aber ganz Deutschland hat aufgehorcht, das Gallische Dorf, Bundesliga. Ich will jetzt gar nicht so vermessen sein, dass wir sagen, wir wollen in die erste Liga, sondern ein solider Zweitligist mit einer tollen Jugendarbeit und auch nicht verändern, dass man dann Spieler holt jetzt mit dem Geld,
sondern natürlich den Kader in der Breite und in der Spitze schon verstärkt. Das ist klar, weil die erste Mannschaft muss ja funktionieren, das ist das Flaggschiff des Ganzen. Aber den Nachwuchs weiter nachziehen und noch mehr Junge einbauen, wir haben jetzt im Schnitt 50% aus dem eigenen Nachwuchs jetzt schon drin. Und da werden wir überhaupt nichts ändern, weil das macht ja keinen Sinn. Und mir ist nur wichtig, dass alle am Boden bleiben, dass wir weitere Sozialprojekte machen, weil ich glaube, ein Verein hat ja mehrere Facetten. Es geht zwar um Fußball, das ist das Wichtigste, aber ich glaube, man kann auch mal im Fußball auch einen Finger heben und sagen, es gibt andere Dinge auch noch, weil im Fußball wärst du in der Öffentlichkeit vielleicht mehr wahrgenommen wie in einer anderen Branche. Und das sollte man schon nutzen, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und dass es andere Dinge auch noch gibt. Und darum ist uns das, unser eigenes Sozialprojekt Haching schaut hin, ganz, ganz wichtig. Also ich denke auch, dass dieser Börsengang, den ihr jetzt erfolgreich gestartet habt, ich denke, dass das auch einen Effekt hat auf Spieler, die sagen, ich will jetzt einmal bei einem börsennotierten Verein spielen. Ich bin mir sicher, dass das kommt. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt einfach mal zurückkomme auf die Story, man, wir waren ja auch sehr lange Sponsor gewesen mit meiner Firma, damals Consumer Electronic, und wir hatten ja vorne drauf CE-Aktie. Das war ja unglaublich, wie da auch die Fans, also ich bin da in die Fankurve gegangen und gesagt, CE-Aktie, dann habe ich gesagt, 124,80. Das weckt ja natürlich auch unsere damalige Zusammenarbeit, und die war mega erfolgreich. Wir waren 12.864 Mal mit Unterhaching im Fernsehen, und ich bin mir sicher, dieses schlafende Potenzial, und ich muss dir nochmal ein Kompliment machen, also wie du die Medien also auch wirklich, ich sag's jetzt mal, so ehrlich gefüttert hast, ja, so einfach so wie du bist. Du bist ein authentischer Mensch, du kommst aus dem Fußball, aber ich bin mir sicher, dass da die Menschen plötzlich wach werden und sagen, Mensch, das war ja damals, die waren ja schon mal in der Bundesliga. Diese ganze Story wird richtig wach werden. Die Vorarbeit, sagen wir mal, haben wir die Vorgänger oder in der Zeit ihr gemacht, weil viele erinnern sich daran, und dann ist natürlich eine andere Fantasie da, wenn man sagt, ja, die waren ja schon mal oben. Ich glaube, das schwieriger ist, wenn man von ganz umkommt und nie in diesen Sphären war. Aber so weit, glaube ich, sind wir noch nicht, dass wir mit Haching-Aktien vorne spielen, weil so viel Geld haben wir noch nicht. Nein, ist schon klar. Wir haben einen tollen Brustsponsor, haben wir schon. Ist schon klar, aber auch für den Sponsor, für den Hauptsponsor ist das auch erfreulich, ja? Weil ihr natürlich jetzt auch immer von den Medien beobachtet werdet. Sowohl, wenn es mal gut geht, und es wird mal auch schlechte Tage geben, so ist es halt, das Leben geht auf und ab. Aber wer weiß es besser wie du? Du bist einer der besten Kämpfer. Ja? Aber ich glaube, die Story, die wird lebendig. Die wird lebendig. Ja? Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen auf die dritte Liga kommen. Das ist ja eine Wahnsinnsliga. Also wer da alles, ich muss jetzt mal, immer das erste Mal notiert, ja? Wer da alles so spielt. Also natürlich ihr, dann die 60er, dann Bayern 2, Ingolstadt, Würzburg, Braunschweig, Kaiserslautern, Uerdingen. Das hat natürlich jetzt auch einen Effekt auf die Zuschauerzahlen, da bin ich mir sicher. Also ihr werdet sicherlich einige Male das Stadion brechend voll haben. Ja, gegen 60 sowieso, ja. Bayern 2, denke ich, werden auch viel kommen. Aber ich glaube insgesamt, dass das Interesse, unabhängig vom Börsengang, jetzt ein größeres wird. Aber ist die dritte Liga, ich glaube, so attraktiv wie noch nie. Die rückt ja immer weiter an die zweite Liga ran. Leider wirtschaftlich trifft es immer weiter auseinander. Ja. Das war ja ein Grund, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Herz in die eigene Hand und warten nicht, bis irgendein Verband einmal einfällt, dass man unterhalb der zweiten Liga halt einmal schauen soll und die Wurzeln nicht ganz ausdörren lassen soll. Und von daher freue ich mich total auf die neue Saison, weil sehr viele attraktive Mannschaften dabei sind. Und es ist ja ein bisschen, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Konzepten. Also jeder geht ja anders ran an seine Philosophie. Und von daher ist das eine wunderbare Geschichte. Und wir müssen schon dankbar sein und stolz, dass wir erst einmal in der dritten Liga sind. Aber das sollte eigentlich nur das Fundament sein. Und wer mich kennt, der weiß, dass es so lange keine Ruhe gibt, bis wir in der zweiten Liga sind. Jetzt, wie ist denn so die Mannschaft benannt? Ja, gut. Ich sage mal, wir haben jetzt durch die Negativphase, ich meine, die letzte Saison war ja Achterbahnfahrt, das muss man ja sagen, also himmelhoch jauchzend in der Vorrunde. Alle haben schon gesagt, die schießen die meisten Tore, die steigen durch. Und dann waren wir wieder fast Abschlusskandidat. Aber es waren ja viele Verletzte und so, ja, muss man sagen. Es gibt viele Dinge. Ich meine, wenn ich nur immer sage, dass verletzt ist, das ist ja ein Mix von mehreren Sachen. Ich habe auch gesagt, ich hätte im Winter anders reagieren müssen, weil ich gewusst habe, wenn der Stefan Heiner ausfällt. Wie geht es dem übrigens jetzt? Ja, der ist jetzt wieder dabei. Also das hat lang gedauert. Der hat ganz
schwere Verletzung gehabt. Und ich denke, dass die Situation, dass es so negativ gelaufen ist, ich meine, in jedem anderen Verein, glaube ich, hätte der Trainer nicht überlebt. Bei uns hat das, da sieht man doch, dass wir ein bisschen anders ticken. Und man kann auch mal gegen den Markt schwimmen. Man muss nicht immer alles mitmachen, was die anderen machen. Und das, glaube ich, hat uns sogar noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt. Also wenn ich jetzt so schaue, ich glaube, dass wir gestärkt hervorgegangen sind. Haben allerdings natürlich auch in der Mannschaft geschaut, wo hat es ein bisschen gehabt. Fett. Weil es waren ja nicht nur die Verletzten, sondern mit 95%, 98% geht es halt nicht mehr. Und das ist jetzt die Botschaft. Und ich werde jetzt wieder wesentlich näher dran sein und da werden, glaube ich, die Dinge ja nicht mehr passieren. Aber ich glaube, aus jedem negativen Erlebnis kann man auch viel Positives rausziehen. Und ich glaube, dass wir jetzt bereit sind, dass wir auch viel gelernt haben. Man lernt ja jeden Tag dazu. Und dass wir jetzt schon gerüstet sind, dass wir jetzt, sagen wir mal, langsam und stetig nach oben bewegen. Jetzt müssen wir natürlich mal die Börse mal durchspülen, gedanklich. Also jetzt angenommen, ihr würdet jetzt im Lokalderby die 60er wegfegen. Das hat natürlich eine Auswirkung wieder. Also, oh, jetzt kaufe ich mal Aktien von Haching. Also das ist einfach so. Ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen wegschirmen, sondern ich glaube, dass unser Auftrag ist, ich meine, der Auftrag ist jetzt natürlich noch größerer, damit die Aktionäre ja, sagen wir mal, das Gefühl haben, dass wir alles in die Waagschale schmeißen. Das ist wichtig. Es wird Auf und Abs geben. Aber ich glaube, dass man es mittelfristig sehen muss und dass wir uns nicht leiten lassen sollten einmal von negativen Ereignissen. Wichtig, dass man dann wieder aufsteht, dass man die Ärmel hochkrempelt, dass man nach vorn geht und dass wir mittelfristig alle miteinander Spaß dran haben. Und nicht, wenn da mal was ein bisschen hakt, das wird dazukommen im Sport, haben wir ja schon gesagt. Vielleicht ist in anderen Branchen ein bisschen besser planbar. Im Fußball ist in der letzten Konsequenz nicht planbar, aber mittelfristig glaube ich schon. Und ich wünsche mir halt, dass alle die Geduld haben mit uns. Und dann glaube ich, werden wir alle eine schöne Zeit haben und auch zufrieden sein, weil es ist ja doch ein Wirtschaftsunternehmen. Also man muss die Leute ja auch dann das Gefühl geben, dass mit der Aktie dann ein bisschen was verdienen kann. Jetzt bist du ja quasi schon eine geteilte Persönlichkeit. Du musst natürlich jetzt auch Unternehmer sein und natürlich auch das Fußballische im Auge haben. Du hast also eine unglaubliche Ruhe auch. Du bist ein Kämpfer, ja. Und das brauchst du auch, um jetzt einfach wirklich das Thema weiter nach vorne zu bringen. Wie spannst du aus? Ich habe immer gesagt, ich habe in Haching mein Paradies gefunden, weil ich mir gesagt habe, wann gehst du in Urlaub? Sag ich, ich habe das ganze Jahr Urlaub, aber nicht, sagen wir mal, vom Arbeitsthema her, sondern ich fühle mich da einfach total wohl und das ist wirklich ein Paradies da draußen. Und ab jetzt gilt es halt aus dem Paradies dann wirklich wirtschaftlich was zu machen. Und ich habe es immer gesagt, das ist genau meine Welt, die wirtschaftlichen und die sportlichen Dinge zu verbinden. Ich habe auch wirtschaftlich und auch sportlich alle Höhen und Tiefen durch. Das glaube ich, das prägt dann auch. Und ich glaube, wir sind gerüstet. Ja. Jetzt hast du ja einen wirklich großartigen Börsenfachmann als Hauptaktionär mit, den Herrn Bader von der Bader Bank. Das ist wirklich ein Fuchs. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, durch unsere Berater von der Portfolio und die Bader Bank ist ja Abwicklungsbank in dem Ganzen. Und da lernt man halt dann einen Seniorchef auch kennen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon vom Kindesbeinen an. Das war einfach eine Wellenlänge da und ich glaube, er hat einfach gemerkt, dass da keiner kommt, der wo irgendwas verzeiht, nur damit irgendeiner investiert, sondern dass das einfach ehrlich und geradlinig ist, authentisch ist. Das hat er mir dann auch bestätigt. Und ich glaube schon, dass diese Generation da das Gefühl auch hat, ob das Sinn macht, so ein Investor oder nicht. Und ich bin echt stolz, dass der Uto Bader da eingestiegen ist. Der Dr. Koch vom DFB hat dir gratuliert? Noch nicht. Aber ich glaube, das wird schon noch kommen. Aber die Frage ist, ob man gratulieren muss. Sondern naja, aber ich meine, so ein toller Verein wie Unterhaching jetzt, der setzt ja Signale. Und ich bin mir sicher, dass da der eine oder andere Drittligaverein in der Bundesliga, dass der sagt, also das ist schon gut, was Haching da macht. Das wollen wir vielleicht auch machen. Weil wenn wir mal darüber reden, also die dritte Liga ist von vornherein für jeden Verein eine Verlustliga. Weil kann man fast sagen, oder? Also wenn man es... Also von den Einnahmen vom DFB durchdenken würde. Ich sage, das ist ein Problem vom gesamten deutschen Fußball. Ich meine, die dritte Liga hängt wie ein Meniskus da mittendrin zwischen dem
gut subventionierten oder bezahlten erste, zweite Liga-Thema. Und dann geht es los ab der dritten Liga in den Amateurbereich rein. Und ich denke, da muss man einmal einen Finger heben und muss einmal sagen, dass sich da was ändern muss. Weil wenn die Basis wegbricht, das hat noch nie was Gutes gehabt. Ne? Und das wäre uns vielleicht die nächsten Jahre dann auf die Füße fallen. Und ich glaube schon, dass alle mal aufgerufen sind, dass wir uns da alle miteinander, also nicht nur DFL oder DFB, sondern auch alle Vorstände, alle Vereine mal Gedanken machen. Ist das stimmig momentan? Ich sage definitiv nein, weil wenn ich in der dritten Liga ein Zehntel kriege von einem Zweitligisten, aber du rückst ja immer sportlich immer näher ran, dann kann das auf Sicht nicht funktionieren. Ja. Und ich glaube schon, dass man jetzt aus Unterhaching immer wieder mal den Finger heben darf, weil wir jetzt versucht haben, dass wir halt uns selber jetzt mehr aufstellen und aus der Eigenkapitalposition raus und nicht nur jammern, weil nichts kommt. Aber insgesamt, denke ich, macht so keinen Sinn. Also da muss man schon mal alle miteinander den Kopf auf die Seite legen und sagen, wie kann man da was ändern? Weil nochmal, wenn die Basis unten wegbricht, ich bin ja oft auch bei kleinen Vereinen im Jugendbereich sowieso und wenn du die Nöte und Sorgen von Amateurvereinen, Jugendvereinen hörst, und oben wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Geld. Natürlich gönnt man das denen, weil man kann ja jeder auch dahin. Aber insgesamt, glaube ich, müsste das ganze Thema nochmal auf den Tisch. Und mein Wunsch wäre halt, dass man das ohne Eitelkeiten mal bespricht. Und nicht, dass man immer mal sagt, dass dann irgendwer beleidigt ist. Das bringt auf der anderen Seite, sagen wir, in der ersten Liga oder in der Champions League sogar, da nimmt das ja also Ausmaße an, das kann man wirklich nicht mehr verstehen. Und wenn man dann nochmal schaut, in der dritten Liga, was da also auch geleistet wird, also auch kämpferisch und so, da ist einfach die Schere ist im Grunde schon kaputt. Ja, also die oben kriegen wahnsinnig viel, holen sich und im Grunde der Nachwuchs muss ja auch mal aus dem eigenen Land kommen. Ja? Und dadurch kauft man sich halt einfach dann die Leute dazu, die halt gerade passen. Ja? Wobei man immer weiß, auch Geld schießt nicht immer die richtigen Tore. Ja? Aber ihr macht ja eine fantastische Jugendarbeit. Also ist ja großartig. Sag doch da mal ein bisschen was drüber. Ja, also wir haben ja damals, wo ich angetreten bin, war für mich klar, dass das ein Verein sei sie und dass die Jugendabteilung nicht irgendwo daneben hängt und der Profibereich da, sondern wir haben das alles zusammengelegt. Also der U19-Trainer sitzt beim Cheftrainer im Büro und wenn der U11-Trainer eine Frage hat an Klaus Schramm, dann beantwortet er genauso. Und der Klaus fragt auch mal die Jugendtrainer, was meinst du? Die schauen sich auch Spiele von OMO und kommen da mal und sagen so. Und also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus meiner Sicht macht das Konzept von unten nach oben möglichst viel durchzubringen, macht Sinn. Am meisten Sinn. Ja. Alles andere, dafür darf ich auch nicht stehen. Also ich sage, wir müssen schauen, dass wir haben jetzt 150 zwischen 4 und 8 Jahren, wo sie bei uns immer am Trainingsplatz tummeln, sage ich mal, die ersten Erfahrungen machen mit dem Ball und so. Und das ist doch die Schönste, wenn man da sagt, dass man, wenn ich so einen Kleiner mal sehe, dass der irgendwann bei der ersten oder im Stadion spielt. Alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil warum soll ich immer was Fremdes holen, wenn ich es vor der eigenen Tür habe? Aber ich bin ja so, dass ich sage, das muss jeder Verein für sich wissen. Wir haben uns für das Konzept entschieden. Ich sage jetzt nicht besser oder schlechter, aber von meinen Gedankengängen her gibt es in Unterhaching, darf es gar nicht das Konzept geben, weil das macht auch am meisten Spaß, wenn man versucht, die eigenen Auszubildenden nach oben zu bringen. Und es ist ja eine finanzielle Geschichte auch. Warum soll man teure ablösen zahlen, wenn man die eigenen Spieler ausbilden kann? Das ist ein Wirtschaftsthema auch. Ihr habt ja in der Vergangenheit einige Spieler verkauft, die ihr selbst gefördert habt und habt euch ja da auch irgendwie refinanziert. Ja, also in der schwierigen Zeit hat uns eigentlich die Nachwuchsarbeit über Wasser gehalten, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich bis heute gar nicht überlebt. Aber das geht ja jetzt auch erst richtig los. Ich meine, so ein Nachwuchsleistungszentrum zu installieren, das geht auch nicht, dass man sagt, jetzt machen wir mal gute Nachwuchsarbeit. Das ist ja ein Prozess. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, das Nachwuchsthema ist jetzt einmal salonfähig, dass wir angreifen. Und ich glaube, dass da noch so viele Talente schlummern. Ich meine, der Karim, den haben wir ja damals schon mal thematisiert. Den haben wir mit 11 Jahren gekriegt und der ist mit 16 Jahren zu RB Salzburg gegangen für über 3 Millionen Euro. Also man sieht, wenn man sieht, kann man auch ernten, aber man muss mit den jungen Leuten halt ein bisschen Geduld haben und die ein bisschen in der Balance halten, weil natürlich schon im Fußball ist schon jeder gleich, dass ein bisschen, man ist was Besseres und da steuert die halt komplett dagegen und das hat dann Karim auch gut. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Viele
Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Jetzt gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Wertefaktor, es ist Klaus Schromm. Klaus Schromm und Manni Schwabel, ihr seid ja wirklich die Pfeiler auch vom Verein, natürlich neben dem Platzwart, neben den Leuten, was ihr da alles drumherum habt. Ihr seid ja eine kleine Mannschaft, ein kleiner Kostenapparat, was ja auch ganz wichtig ist, wenn also Investoren zuschauen und möglichst schauen halt viel zu, sodass die wirklich sagen, Mensch, da ist was, da kann ich wirklich irgendwie mein Herz mal auch im Grunde in eine Aktie packen und bin dadurch irgendwie ein riesiger Fan von Unterhaching und ich möchte meine Fanbereitschaft mal dokumentieren. Aber Klaus Schromm ist ja auch ein sehr disziplinierter Trainer, leidenschaftlich. Und ihr seid ja beide irgendwie Wertemenschen. Und der Verein Haching, ja, jetzt habt ihr halt auch schon einen, der ein bisschen tätowiert ist, aber normalerweise magst du das nicht so gern, oder? Ja, ich meine, ein bisschen mit der Zeit muss man schon gehen. Ich meine, wenn wir das auch noch ausschließen, dann bringen wir keine E-Fleib mehr zusammen. Also ein bisschen muss man schon. Aber ich sage, das Wichtigste ist, dass wir die Nase nicht zu weit umhaben alle miteinander, sondern dass wir schön am Boden bleiben. Weil wie gesagt, ich sage zu den jungen Kerlen, wir können stolz sein, wenn es im Fußball was erreicht. Aber zwischen Stolz und Überheblichkeit ist ein Riesenunterschied. Und dafür müssen wir auch stehen und ich glaube, dafür steht Haching auch. Das ist Haching auch schon in der Vergangenheit gestanden. Und ich finde, das ist die wichtigste Grundbotschaft, dass wir alle versuchen, am Boden zu bleiben. Aber natürlich schon von der Branche her schauen, dass wir was erreichen, was vielleicht viele gar nicht für möglich halten. Aber wer mich kennt als Kämpfer, also ich glaube schon, dass wir noch ein paar Ziele haben. Ich mag mich noch erinnern, als damals wir, sage ich jetzt mal, Haching Bayern zum Meister gemacht hat. Da waren noch dann oben Im VIP-Haus war noch ein Teil der Mannschaft da gewesen. Und dann musste ich die Spieler wirklich motivieren, dass die mitgekommen sind, weil da hat dann Hoeneß und alle am angerufen, bring jetzt ein paar Hachinger Spieler rüber, wir wollen euch Dankeschön sagen und so. Aber diese Bescheidenheit, die finde ich auch gut von Haching. Ja? Nicht am Fußballplatz, aber so bescheiden, pünktlich, Disziplin, Leidenschaft, ja? Kameradschaft, das ist ja alles in dem Verein drin. Ich muss sagen, wenn wir zu dem Thema kommen, wir hatten ja am letzten Sonntag im Stadion einen Inklusionstag. Da sieht man mal, wie nah das alles beieinander hängt, die ganzen Facetten eines Vereins. Inklusionstag am Sonntag und am Montag, vergangenen Montag, ist ja dann das Börsenthema losgegangen. Da sieht man mal die Unterschiede und was mich da am meisten stolz gemacht hat. Ich habe ein brutal gutes Feedback gekriegt, dass unsere Mannschaft oder Trainer, dass das nicht aufgesetzt ausgeschaut hat, sondern dass sie die wirklich mit den Jungs, die wo da ein bisschen Probleme haben, sage ich mal, befasst haben, die haben mit denen trainiert und so weiter. Und du merkst ja, ob das aufgesetzt ist oder nicht. Und das, glaube ich, gehört neben dem Wirtschaftsthema genauso dazu, dass man den sozialen Aspekt nicht vergisst. Und wenn man das beides paart, glaube ich, macht so ein Vereinsleben Sinn und Spaß. Und du bist ja auch ein großartiger Motivator. Du hast natürlich das Auge und du wirst, und das finde ich auch so gut, wenn die Mannschaft mal verloren hat, da bist du nicht und gehst, nein, und wir haben sie auch gespielt, sondern du baust die auf. Und das ist auch einer der Grundwerte von Unterhaching. Darum bin ich mir sicher, dass du dein Ziel und dass ihr das schafft, dass ihr in 3 Jahren in die zweite Liga raufkommt. Weil das ist einfach jetzt, du bist so ein leidenschaftlicher Mensch, du siehst das Ziel und du gehst jeden Abend mit dem Ziel ins Bett und du stehst schon auf. Das ist einfach deine Vision. Nein, das ist auch ein bisschen der Historie geschuldet. Ich meine, ich war ja immer Kämpfer, war immer der Kleinste. Ich habe mich immer durchbeißen müssen. Das hat jetzt ja geheißen, der schafft es eh nicht, der ist klar und so weiter. Bin dann doch durchgekommen und die Spieler oder die Angestellten, die wissen ja, bei mir ist eins wichtig und das heißt immer alles geben, in die Waagschale schmeißen. Das wird nicht immer gelingen, das geht nicht. Wir hatten damals, ich habe es im Klaus haben wir letztes Mal erst wieder darüber geredet, der Abstieg in die Regionalliga, wo wir in Erfurt verloren haben, da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob da alle alles gegeben haben. Das war
Da habe ich gleich Bauchweh gekriegt. Und da haben wir dann gesagt, Charakter vor Qualität. Und da liegen wir wirklich sehr gut. Schön. Und die Spieler wissen, ich bin der beste Freund, wenn es immer alles geben. Fehler können immer passieren, aber wenn man das Gefühl hat, man gibt doch nicht alles, da wäre ich dann, da schäbert es dann schon mal. Also das ja, ist da das, kannst du auch richtig ja, emotional werden. Das finde ich auch gut. Aber auf Manni Spabel passt, gib alles, aber niemals auf. Das passt. Das bist du. Ja, das war immer mein Motto. Ja klar, das bist du. Jetzt, was kriegt jetzt der Aktionär? Also erstmal weiß jeder, der die Aktie zeichnet, dass er jetzt da nicht spekulieren kann und da mal riesen Gewinne machen. Also zurzeit nicht. Aber was kriegt der Aktionär oder die Aktionärin? Also das Wichtigste, glaube ich, ist das, was er erwarten kann, wenn er investiert. Und ich habe immer gesagt, ich bin um jede einzelne Aktie dankbar, 8,10 Euro. Und das ist genauso eine Herausforderung oder genauso, sagen wir mal, eine Aufgabe, dass man jeden Aktionär dann auch das Gefühl gibt, dass man auch, für uns jetzt genauso wie für die Spieler, alles in die Waagschale schmeißt und mit Sachverstand, mit ein bisschen Weitsicht das ganze Thema angeht, dass man da immer alles gibt, das ist klar, das kann er erwarten. Und er kann erwarten oder sollte die Geduld haben, dass wenn es nicht gleich läuft, dass du trotzdem weißt, dass wir alles geben, um die Ziele zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich werde das Ziel nie aus den Augen verlieren. Die Vision ist, solider Zweitligist und wirtschaftlich gesund und alles in die Waagschale schmeißen. Und das kann jeder Aktionär erwarten. Und dann glaube ich, wenn wir eine gute Zeit haben. Und nochmal, muss ich dazu sagen, dass man dann nicht wieder alles in teure Spieler und in Ablösen, sondern dass man solide, ich habe letztes Mal gesagt, in Steine und Beine investieren. Wir haben ein Stadionthema genauso wie ein Nachwuchs. Natürlich muss die erste Mannschaft am vordersten Front stehen, weil das ist das Flaggschiff. Aber man darf weder Nachwuchs vergessen noch die Infrastruktur. In einem Wirtschaftsunternehmen, denke ich, müssen wir viele Facetten abdecken, auch wenn es die Branche Fußball ist. Jetzt habt ihr ja schon im Stadion, glaube ich, es gibt schon neue Sitzschalen, oder? Ja, das war jetzt der erste Eingriff. In welcher Farbe? Was ist? Ja, rot und blau. Rot und blau. Das ist klar, das ja. passt dazu. Rot ist ja eine Signalfarbe. Rot ist eine Signalfarbe, aber blau auch. Ja, also, blau, weil es halt eine Vergangenheit. Genau, darum bin ich auch eingelandet, weil dann ist Bayern nicht beleidigt und 60, weil ich bei beiden gespielt habe. Genau, also, weil ganz ich genau. Fragt, wo war es am schönsten, ganz aber genau. Das war bei beiden schon in Nürnberg genauso. Aber ja. Das du hast ja zweimal bei Bayern gespielt. Ja. Ja. Jetzt mal eine Frage, die sicherlich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Du hast Bundesliga gespielt, du bist Nationalspieler gewesen. Wie hat sich denn der Fußball, sagen wir mal, läuferisch? Also du bist wahrscheinlich Klaffer, du warst ein Rentier. Das weiß ich ja noch, war ja oft, hab ich gesehen. Aber jetzt laufen die Spieler manchmal mit 12, 13 Kilometer. Kann man das sagen, was läuft man denn so in der dritten Liga? Ja, das wird ähnlich sein. Ähnlich, also das, aber das kann man ja erwarten, sage ich mal. Dass das ist ja ein Laufsport. Das ist klar. Also ich glaube, der größte Unterschied ist von der Athletik her. Also das muss man sagen, wenn ich unsere Spiele damals, ich schaue es ja gar nicht mehr an, weil da meinst du, wir sind gestanden. Also das ist ein, und das hat sich echt total entwickelt und natürlich auch durch die ganzen neuesten Methoden von Athletik, dann die ganzen Videoanalysen und so weiter, das ist ja mittlerweile, wird ja da alles auseinandergenommen. Ich glaube, der größte Unterschied ist, die Aufmerksamkeit in den Medien hat sich wesentlich verschärft und das athletische Thema. Also das ist wirklich ein Unterschied. Ob sie es technisch viel, viel besser sind, das weiß ich jetzt auch nicht, aber insgesamt ist es viel schneller als vorhin. Jetzt, die erste Woche ist vorbei. Es kommt auf der einen Seite eine schöne Ruhe ein, aber auf der anderen Seite ist es ja, sagen wir mal, auch eine riesige Herausforderung. Jetzt startet die dritte Liga bald. Das heißt, du bist natürlich überall, oder? Du schaust einmal beim Training zu, bist natürlich in der kaufmännischen Abteilung, bist mal ab und zu im Schiener Biergarten bei euch. Überall, Tausendsassa, oder? Ja, der Verein, wie gesagt, hat mehr Abteilungen und mehr Facetten. Ich meine, die dritte Liga ist jetzt in Kaiserslautern ja losgegangen. Das ist natürlich auch genau, ich habe immer gesagt, der Spielplan interessiert mich heuer am allermeisten, weil es ja genau zwischen in der Platzierungsphase das erste Drittligaspiel ist und das am Betzenberg auch noch. Also das ist schon, da sieht man schon, dass die dritte Liga nicht Amateurliga ist, sondern da riecht Bundesliga. Mhm. Jetzt Unterhaching an der Börse, das ist ja auch etwas, wo du wahrscheinlich stolz bist. Also das ist ja mehr oder weniger auch dein Werk, zusammen mit dem fantastischen Team, das hinter dir steht. Bist du da stolz drauf?
Ich glaube, der ganze Verein kann stolz sein. Also das hat mit mir nichts zu tun, sondern das ist ein Vereinswerk. Ne? Gemeinsam haben wir das erreicht und darum würde ich mich freuen, wenn zum Schluss rauskommt, am Freitag ist also Ende der Zeichnungsfrist, dass ganz, ganz viele klarteilige Beträge gezeichnet worden sind, dass viele dabei sind, viele auf die Reise mitgewollen. Mein Stolz ist vielleicht das verkehrte Wort. Ich denke, dass das der logische Schritt von unserer Philosophie ist, dass wir das so gemacht haben und von daher, also ja, wir sind zwar einen Schritt weiter, aber ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht zu. Ich weiß ja noch, die erste Versammlung, wo ich also auch anwesend war, da war ja der Verein momentan wirklich in schweren Gewässern. Und du bist ja ein mutiger Mensch, aber du hast es wirklich im Sinne der Vision Haching im Grunde den Stab übernommen, hast gesagt, okay, das ist mein Zuhause, mein Urlaubsgebiet, wie du sagst, und hast das wirklich durchgezogen. Wie oft warst du da einmal dran, dass du gesagt hast, ich glaube, ich schaffe es nicht? Nein, das waren immer kurze Momente. Also ja, klar. Bei mir bin ich mal ganz allein. Wo du dann mal sagst, wie soll jetzt das weitergehen? Ja. Am nächsten Tag ist schon wieder, ja, geht die Sonne schon wieder auf und dann sage ich, ja, weiter geht's, Ärmel hochkrempeln. Und ich bin halt der Meinung, wenn man nie aufgibt, wird man irgendwann belohnt. Und man weiß oft auch nicht, wie nah man schon vor dem Ziel ist. Das heißt, aufgeben gibt es nicht. Und dann kommen auch positive Dinge mit dazu. Also man kann das Glück auch erarbeiten, sage ich, das Glück des Tüchtigen. Und je mehr ich da reingewachsen bin, desto mehr hat es mir jetzt Spaß gemacht. Und jetzt sind wir einmal an einem Punkt, wo wir einmal strategisch denken können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich vorstellen, bisher war das Mangelverwaltung in Unterhain. Also man hat immer noch geschaut, wie du weiterkommst. Du musst dich dann gegen die Großen in der dritten Liga behaupten. Aber das haben wir ganz gut geschafft mit geringen Etats. Wie gesagt, die Transferlöse haben uns immer über Wasser gehalten. Und jetzt haben wir halt das erste Mal eine Situation, wo wir auch das tun können, was notwendig ist. Das heißt nicht, dass man das Geld rausschmeißt, im Gegenteil. Aber man muss schon jetzt Dinge tun können, die notwendig sind, damit wir einen Erfolg haben. Das kann ja jeder Anleger erwarten von uns. Und das, glaube ich, das bisschen glückliche Händchen, wie wir jetzt noch haben, mit der Mannschaft. Man hat ja doch jetzt ein bisschen einen Eingriff gemacht. Man hat die Mannschaft ein bisschen optimiert, habe ich immer gesagt, ein bisschen einen kleinen Eingriff gemacht. Und wenn wir weiter so machen, dann glaube ich schon, dass wir Stück für Stück vorankommen. Und auf der Torwartposition, seid ihr da gut aufgestellt? Ja, das ist auch ein Hachinger Thema. Ich meine, Nico Mantl, der ist 19, der kommt jetzt aus der A-Jugend raus, war jetzt schon ein Jahr bei uns dabei. Der ist seit 7, 8 Jahren im Verein, hat die ganze Torwartschule durchlaufen. Ja, wenn wir den jetzt nicht reinstellen, wann soll ich dann wissen, wenn der Dremel oder Ter Stegen früher, ja, die sind auch mit 18, 19 eingeschmissen worden. Ja, und wir trauen ihm das zu. Das ist ein Hachinger Eigengewächs. Ja, ja. Also, aber man muss den Jungen mal das Vertrauen geben. Und der tut alles dafür. Und ich sage, der ist jetzt bereit. Also warum soll ich mir einen Fremden holen und teilen? Probieren wir doch den eigenen. Und vor allem, wenn er einschlägt, ist natürlich auch eine Werteentwicklung. Ja, natürlich. Und das ist ja überhaupt auch, wenn die Mannschaft dann... ist ja die Kapitalisierung der Mannschaft, die wirkt ja auch wiederum auf die Börse. Ja, klar. Und drum, glaube ich, müssen wir den guten Mix finden zwischen ein bisschen Erfahrung, dass wir gute Achse haben und dann die junge Wildenrei, die wo dann wirklich Vollgas geben und dann entweder mit uns den Weg machen oder halt vielleicht einmal ein bisschen früher wie wir, das schon in die zweite, erste Liga. Und ich sage immer, wenn wir gute Transferlöse dann auch kriegen, dann ist er vom gesamten wirtschaftlichen Thema wieder auch gut abgedeckt. Du, Manni, bist ja sowieso schon 16,6% wert beim Börsengang. Du bist schon ein paar Millionen wert. Ja. Ist ja auch eine Verantwortung wieder, ja? Ja, das ist eine Verantwortung dem eigenen Gegenüber, ja, aber vor allem den ich sage immer, mit fremdem Geld, da glaube ich, musst du noch feinfühliger damit umgehen. Und ich bin letztes Mal auch gefragt worden, ob ich dann rausgehe, ja, oder ob ich meine Darlehen rausziehe. Dann sage ich, das ist für mich überhaupt keine Frage. Jetzt, wo es anfängt, Spaß zu machen, darf ich meine Aktien hergeben. Das mache ich nicht. Und was auch wichtig ist, ihr seid es nicht so wie die Löwen, die zwar auf der einen Seite in Ismail kommen, das ist ein toller Sponsor, aber auf der anderen Seite mischt er sich immer ein, sondern ihr behaltet einfach das Zepter in der Hand und ihr sagt, wir wollen den Verein in 3 Jahren an die Börse sind wir schon, in 3 Jahren in die zweite Liga bringen. Und das schafft sie auch. Aber nur, weil ihr einfach geschlossen auf das Ziel hinarbeitet. Und das ist das Wichtigste. Also mit unserer Vereinstruktur haben wir nur gemeinsam die Chance. Ja. Darum, das Börsenthema ist ein gemeinsames Werk. Jugend erst ist ein gemeinsames Werk. Und jetzt, wenn viele klarteilige Anleger mit reingingen, war ja eine wunderbare Geschichte. Ja. Miteinander gewinnen, miteinander verlieren. Ich meine, im Fußball verliert man auch manchmal. Aber ich glaube, dass wir auf sich gewinnen. Ja. Wie war das am Montag? Hat es da 2, 3 Weißbier gegeben?
gegeben oder so? Nichts? Bist du gefeiert? Nein, gar nicht. Zum Feiern gibt es jetzt noch nichts. Da sind wir jetzt schon mal noch ein bisschen auf der Hut. Jetzt schauen wir mal, was dann am Freitag, was dann endgültig gezeichnet worden ist. Und dann, aber wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass jetzt das Herz noch mehr in Richtung Haching fließt. Wie war das bei deiner Frau? Du hast ja eine tolle Frau, tolle Familie. Sohnemann spielt in der ersten. Wie hat die das aufgenommen, deine Frau? Nein, meine Frau, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Die weiß sowieso, dass ich es so mache, wie ich es dann für richtig halte. Und die unterstützt mich da auch, weil die kann es mir auch nicht ausreden, weil ich von der Vision komplett überzeugt bin. Und ich muss schon sagen, in den schwierigsten Zeiten, vor allem meine Tochter, die Caro, die hat mich da total bestätigt und bekräftigt in dem Weg. Mhm. Die ist es auch nie aufgeben. Und es ist schon wichtig, dass die Familie dahinter steht, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, weil dann hast du die Kraft da nicht. Aber das ist schon, sind auch meine Geschwister, alle, Mama, alle sind dahinter gestanden und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Man spürt auch die Kraft. Also ich spüre, du hast die Kraft und jetzt geht's los. Wir wünschen dir auch wahnsinnig viel Glück, auch von unserem Sender. Dankeschön. Und ihr schafft es mit Sicherheit. Und liebe Zuschauer, also wie gesagt, Haching ist jetzt an der Börse. Das ist schon eine große Geschichte. Also neben Dortmund und vor allen Dingen mit 8,10 Euro sind sie rausgekommen mit der Börsennotierung. Und ich denke, da tut sich noch mehr bei Haching. Und wie gesagt, wenn die Spiele jetzt losgehen, dann kommen sie mal ins Hachinger Stadion. Und ich glaube, da seid ihr auch dran, dass ihr das auf Erbpacht mal dann besetzt. Oder? Also sind wir mit der Gemeinde und Haching in wirklich super fairen Gesprächen. Guten Gesprächen. Absolut. Und das super. Ist ja wichtig. Ich meine, die Gemeinde, ich glaube, ich kann auch auf den Verein ein bisschen stolz sein. Andererseits wissen wir, dass eine Gemeinde ja andere soziale Aufgaben hat. Ich glaube, da muss man sich, wenn jeder ein bisschen sein Backel tragt, dann glaube ich, gibt es da eine gute Lösung. Weil ich glaube, dass man eine eigene Heimat hat, glaube ich, ist schon für die Zukunft ein ganz wichtiges Fundament. Manni, Glück auf. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und wie gesagt, danke, wir beobachten das Ganze und da sehen wir uns sicherlich bald mal wieder. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's schon mit der Brennpunkt Wirtschaft. Ja. Der wunderbare Verein Spielvereinigung Unterhaching ist an der Börse. Also das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt Wirtschaft. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit Ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.